Lange Zeit ging die Wissenschaft davon aus, dass sich das Gehirn nicht mehr verändern kann, wenn die Entstehung und Vernetzung von Nervenzellen in der Kindheit abgeschlossen ist. Nun entdecken wir, das Gehirn kann sich verändern. Doch nicht jede Veränderung ist gut. Veränderungen im Gehirn können uns krank machen. Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen und Schizophrenie. Dank unseres Wissens um die Formbarkeit des Gehirns entwickeln wir jetzt neue Behandlungsformen für psychische Erkrankungen und Störungen, die man einst für unheilbar hielt. Man muss den Betroffenen klarmachen, dass ihr Gehirn ihnen einfach Falschmeldungen schickt. Wir können möglicherweise das ganze Leben eines Menschen verändern. Das ist Medizin. Die Wirkung verändert das Gehirn physisch, chemisch und in seinem Funktionieren. Wir wissen jetzt noch gar nicht, wo die Grenzen sein werden. Es tun sich immer neue, große Überraschungen auf. Ich, Dr. Norman Deutsch, habe ein Buch geschrieben, Neustart im Kopf, wie sich unser Gehirn selbst repariert. Die Entdeckung der Neuroplastizität ist die Erkenntnis, dass sich unser Gehirn allein durch Denkprozesse strukturell und funktional verändern kann. Sie stellt den bedeutendsten Wandel im Verständnis des Gehirns dar, denn 400 Jahre lang dachten wir, das Gehirn wäre so etwas wie eine aus verschiedenen Teilen bestehende Maschine. Diese mechanistische Sichtweise bedeutete, dass Menschen, die mit einem Hirnschaden geboren wurden oder im Laufe ihres Lebens einen Hirnschaden erlitten, dazu verdammt waren, damit zu leben. Denn Maschinen können vieles, aber sich neue Ersatzteile wachsen lassen können sie nicht. Und sie können sich auch nicht neu strukturieren. Wir alle haben Ängste. Wir empfinden Angst, weil wir intelligente Geschöpfe sind. Dieselbe Intelligenz, die es uns erlaubt zu planen, uns etwas vorzustellen, ermöglicht es uns auch, negative Folgen zu antizipieren. Menschen können von unterschiedlichen Ängsten geplagt werden, aber zu denen, die am meisten leiden, gehören Menschen mit einer Zwangsstörung, kurz OCD. Ihr Problem geht weit über die Ängste anderer Menschen hinaus, weil ihr Problem im Kopf besteht und man ihm daher nicht entkommen kann. Häufig lässt sich die Störung behandeln, indem man die Patienten über Neuroplastizität aufklärt. Zu dieser Erkenntnis kam Dr. Jeffrey Schwartz. Bei diesen Menschen drängen sich ungewollt immer wieder Zwangsgedanken und Impulse in den Bewusstseinsstrom. Man befindet sich im Grunde in einem inneren Konflikt, bei dem man sich immer mehr in der zwanghaften Verhaltensstörung verfängt, weil sie sich in dem Maße verschlimmert, in dem man ihr nachgibt. Es ist wirklich eine furchtbare Sache. Man fühlt sich, als würde man wie eine Marionette von einem Puppenspieler gezwungen, Dinge zu tun, die man nicht tun will, aber tun muss. Es ist so belastend, dass man sich geradezu körperlich krank fühlt. Aus Angst vor Keimen habe ich mir ständig die Hände gewaschen, sogar den ganzen Körper mit einem Desinfektionsmittel. Man geht daran kaputt. Ich hatte immer Schuldgefühle. Ich hatte ständig das Gefühl, irgendwelche Sünden zu begehen. Und dann fand ich eine Möglichkeit, dieses Gefühl loszuwerden. Ich konnte zu Gott beten und ihn um Vergebung bitten. Ich betete den ganzen Tag, zum Beispiel während ich mich um die Kinder kümmerte, kochte oder Windeln wechselte. Ich betete wieder und wieder für dieselbe Sache, nur dass ich, wenn ich betete, nie das Gefühl hatte, dass mir vergeben wurde. Ich wurde die Schuldgefühle nicht los. Putz- und Waschzwang. Als ich diese unglaublich unangenehmen Angstgefühle bekam und nicht wusste, wieso, war das anfangs wirklich eine schwere Zeit, in der ich sehr deprimiert war. Ich fühlte mich wie darin gefangen und eingesperrt, so als müsste ich das tun, obwohl ich es gar nicht tun wollte.
Die Menschen um mich herum mussten das nicht tun. Also was zum Teufel war los mit mir? Es gibt einen Angstschaltkreis im Gehirn. Und wenn wir uns ängstigen, passieren in der Regel drei Dinge. Erstens, ein bestimmter Bereich des Stirnhirns registriert einen Fehler und schickt ein Signal an ein anderes Gehirnareal namens anteriorer zingulärer Cortex. Dieser löst Besorgnis aus wegen des Fehlers und deswegen konzentriert man sich so lange darauf, bis er korrigiert ist. Dann nämlich schaltet uns ein drittes Gehirnareal namens Nucleus caudatus wie eine mentale Gangschaltung weiter zur nächsten Aufgabe. Doch bei Menschen mit Zwangsstörungen klemmt die mentale Gangschaltung. Deswegen versuchen sie, den Fehler wieder und wieder zu korrigieren. Jedes Mal, wenn sie den Fehler korrigieren, lässt die Besorgnis kurzfristig nach. Weil die betreffenden Neuronen sich zusammenschalten, entsteht die Vorstellung, dass sie, um die Ängste zu mindern, den Fehler weiterhin korrigieren müssen. Und das macht sie langfristig in ihren Zwängen immer obsessiver. Der Teufelskreis besteht darin, je mehr man sich wäscht, umso schlimmer wird es. Vor dem Hintergrund der Neuroplastizität leuchtet das auch ein. Denn je mehr Zeit derjenige über Keime nachdenkt, desto mehr verdrahtet er in seinem Gehirn die Verbindung zwischen Keimen und Gefahr, statt das zu stärken, was er stärken müsste, die mentale Gangschaltung. Wenn die Schädigung des Gehirns zunehmen kann, indem Menschen etwas wieder und wieder tun, vielleicht kann ich sie dann dazu bewegen, diesem Drang nicht nachzugeben, indem ich ihnen die Zusammenhänge verständlich mache. Dann können sie neue Verdrahtungen im Gehirn stärken und die krankhaften zunehmend abbauen. Und wenn dieser Prozess regelmäßig stattfindet, verändert das die Funktionsweise des Gehirns. Dr. Schwartz fragte sich, ob Patienten den Nucleus caudatus sozusagen manuell schalten können, indem sie sich ihre OCD-Attacke bewusst machen und ihre Aufmerksamkeit gezielt auf heilsame Gedanken konzentrieren. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das die Fähigkeit besitzt, echte Erkenntnis, echtes Bewusstsein zu erlangen. Die Fähigkeit, sich von außen wahrzunehmen, etwas zu nutzen, was man den unparteiischen Beobachter nennt. Und wir sind nicht das, was unser Gehirn ist. Diese Bewusstheit des unparteiischen Beobachters ist entscheidend bei Dr. Schwartz' Therapie. Der unparteiische Beobachter sagt mir, dass es nicht real ist, dass das nur das Gehirn ist, das einen Schluck auf hat. Das Gehirn tut, was es tut. Es gab da immer einen Teil von mir, so etwas wie ein zweites Ich in mir, das sagte, das ist irrational, das ist eine Verhaltensstörung. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Genau darum geht es bei einer Zwangsstörung. Das Gehirn bringt einen dazu, Dinge zu denken, die eindeutig nur darauf zurückzuführen sind, dass ein Schaltkreis im Gehirn falsch zusammengesteckt ist. Die von Schwartz entwickelte Therapie basiert auf der alten buddhistischen Achtsamkeitslehre. Sie nutzt die neuroplastischen Eigenschaften des Gehirns so, dass sie für den Patienten arbeiten und nicht gegen ihn. Sie unterteilt sich in vier Schritte. Der erste Schritt für jemanden mit einem Zwangsimpuls besteht darin, innezuhalten und bewusst neu zu benennen, was gerade mit ihm passiert. Nicht gefährliche Keime attackieren ihn, sondern die Zwangsstörung. Wenn ich jetzt einen Zwangsgedanken oder Impuls habe, kann ich ihn als solchen benennen. Benennen Sie es neu. Sagen Sie, die Zwangsstörung macht, dass ich das Gefühl habe, mir die Hände waschen zu müssen. Der zweite Schritt besteht darin, diese Zwangsgedanken und Impulse den gestörten Abläufen in den drei Gehirnarealen zuzuordnen. Man ordnet seine Angst gestörten Vorgängen im Gehirn zu. Der dritte Schritt besteht darin, den Zwangsgedanken und Zwangsimpulsen bewusst ein konstruktives, gesundes Verhalten entgegenzusetzen. Wann immer mir etwas Angst macht, mache ich etwas anderes.
Und da kommt die Neuroplastizität ins Spiel. Wenn man sein Gehirn konstruktiv benutzt und seine Aufmerksamkeit fokussiert, stabilisiert man alternative Hirnschaltkreise. Der letzte Schritt findet statt, wenn man bemerkt, dass die Zwänge nachzulassen beginnen und man sie neu bewertet, als nutzlose Ablenkungen, die man ignorieren sollte. Wenn man das regelmäßig macht, verändert man tatsächlich sein Gehirn. Beim nächsten Zwang sagt man nicht mehr, das bin ich, sondern das ist OCD. Das Gehirn arbeitet jetzt mit dir zusammen, statt gegen dich. Als Schwartz und sein Team die Gehirne ihrer Patienten, bei denen eine Besserung eingetreten war, scannten, entdeckten sie tatsächlich, dass die Neuronen des Nucleus caudatus nicht mehr auf abnorme Weise feuerten. Ihre Gehirne hatten sich sowohl strukturell als auch funktional verändert. Man verändert konstruktiv tiefgreifende Aspekte seiner biologischen Beschaffenheit, und zwar durch Einsicht, Bewusstheit und konzentrierte Aufmerksamkeit. Ich habe meine Zwangsstörungen gewissermaßen unter Kontrolle. Jeder sollte das erfahren können. Am liebsten würde ich auf einen Berggipfel steigen und es allen verkünden. Ich glaube, Bewusstheit ist der Weg zu Frieden, zu innerem Frieden. Meine Hände waren früher blutig vom vielen Waschen. Sie waren an den Knöcheln aufgeplatzt. Sie taten weh. Meine Hände sind sozusagen ein körperlicher Beweis dafür, wo ich heute stehe. Für die Ideen, die Dr. Schwartz mir aufgezeigt hat, bin ich ewig dankbar, weil sie mir erlaubt haben, mein Gehirn zu formen und die Auswirkung meiner Störung auf mein Leben zu steuern. Mit selbstgesteuerter Neuroplastizität können sich Betroffene selbst helfen. Ich habe 12 Jahre meines Lebens verloren. Ich hatte Flashbacks und Albträume. Davor hatte ich ein normales Leben, hatte 3 Hunde, eine Frau, die ich liebte, ein schönes Heim. Aber das, was passierte, machte mein Leben kaputt. Täglich wachte ich morgens auf und wollte einfach nur sterben. Ich hatte keinen Lebenswillen mehr. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine neuroplastische Störung par excellence. Menschen mit einem meist normal funktionierenden Nervensystem erleben ein außergewöhnlich belastendes Ereignis, das ihr Leben erschüttert und ihr Nervensystem tiefgreifend verändert. Wenn sie nun in der Folge dieses Ereignis wiederholt durchleben, verdrahtet es sich immer tiefer in ihrem Gehirn und kappt normal funktionierende Schaltkreise. Alle konnten normal weiterleben, aber ich hatte das Gefühl, als würde ich allein zurückgelassen. Durch irgendeinen Auslöser stürzte ich plötzlich wieder in dieses Loch. Das Bellen eines Hundes, das Schreien eines Kindes, alles kam dann wieder in mir hoch. Der Rottweiler packte mich von hinten am Bein und schüttelte mich, als wäre ich eine Puppe. Ich konnte sehen, wie mein Sohn versuchte, aus dem Buggy zu klettern. Da drehte sich der Hund um und stürzte sich auf den Kopf des Babys. Ich kam an diesem Tag von der Arbeit nach Hause und fand meinen Bruder erhängt im Flur. Das werde ich nie vergessen können. Die Tatsache, dass unser Gehirn formbar ist, macht es auch verwundbar. Ein Trauma kann es verändern und eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, nach sich ziehen. Aber Alain Brunet, klinischer Psychologe an der McGill University, hat eine Möglichkeit gefunden, diese Störung zu heilen. Leider erleben tagtäglich Menschen traumatisierende Ereignisse und laufen Gefahr, an einer PTBS zu erkranken. Vergewaltigungsopfer, Opfer von Kindesmisshandlung, Unfallopfer. Dieses Erlebnis verändert einen. Man wird nie wieder derselbe sein. Nie wieder. Wir haben eine neue Therapie für PTBS entwickelt. Sie könnte zukünftig Einfluss auf die Behandlung von Betroffenen haben.
Wenn ein Mensch ein traumatisierendes Erlebnis hat, ist er und auch sein Gehirn so davon überwältigt, dass er die mit dem Erlebnis verknüpften Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen nicht als Vergangenheit abspeichern kann. Und daher kommen sie immer wieder hoch, so als würden sie in der Gegenwart passieren. Es ist, als wäre man in der Hölle und es gibt keinen drinnen. Man lebt mit einer schrecklichen Erinnerung und sie ist so präsent, dass man sie mehrmals am Tag wieder durchlebt. Mir wurde übel, mir brach der Schweiß aus, ich zitterte. Ich wollte mich am liebsten irgendwo verstecken, damit keiner wusste, dass ich überhaupt existierte. Damit die Therapie funktioniert, müssen die Erinnerungen erneut aufgerufen werden. Während der Behandlung werden die Patienten mit Sensoren überwacht, um festzustellen, ob die Synapsen des Angstareals ihres Gehirns feuern. Forscher haben festgestellt, dass in dem Moment, wo Erinnerungen wachgerufen werden, eine erhöhte Plastizität in den Erinnerungsschaltkreisen besteht. Das ermöglicht es, diese Schaltkreise zu verändern und im Fall eines traumatischen Erlebnisses die Erinnerungen daran dort abzuspeichern, wo sie hingehören, in der Vergangenheit. Bei unserer Therapie lassen wir die Patienten sich unter dem Einfluss eines Medikaments an ihr traumatisches Erlebnis erinnern. Das Medikament dämpft den emotionalen Teil der Erinnerung. Die Patienten erhalten eine niedrige Dosis dieses blutdrucksenkenden Mittels. Dann schreiben sie ihr traumatisches Erlebnis in allen Einzelheiten auf. Dann lesen sie die Beschreibung ihres traumatischen Erlebnisses vor. Das dauert keine 10 Minuten. 3. September, 9.20 Uhr. Das Wetter ist schön. Ich habe gerade angefangen zu arbeiten. Woche für Woche kommen sie wieder. Sie nehmen das Medikament und lesen die Beschreibung ihres Traumas vor. 5 Wochen lang. Als ich mit den Versuchen begann, dachte ich nicht, dass es funktionieren würde, weil es zu einfach schien. Aber circa 3/4 der Patienten erfüllen nach dieser Behandlung nicht mehr die Kriterien von PTBS. Sie verändert wirklich ihr Leben. Als die Behandlung begann, stellte ich fest, dass ich immer noch diese Wut empfand. Ich weiß noch, in der Nacht hatte ich wieder furchtbare Albträume und ich fragte mich, wo bin ich da reingeraten? Bei jeder Sitzung musste ich die ganze Geschichte vorlesen. Das fiel mir sehr schwer. Meine Kollegin kümmerte sich um die Kunden, während ich meine Bestellung fertig machte. Da sagt der nervös aussehende Typ, los ins Hinterzimmer und mach den verdammten Safe auf. Wir gehen nach hinten zum Safe und er hält mir eine Waffe an den Kopf. Meine Kollegin kommt mit einem anderen Kerl rein, sie ist gefesselt, sie zittert und weint. Wieder hält er mir die Waffe an den Kopf und brüllt, wo ist der verdammte Schlüssel? Ich denke, er wird mich umbringen, weil ich ihn ja identifizieren könnte. Mein Herz rast. Mit 12 wurden mir die Mandeln rausgenommen. Ich war allein in dem Krankenhaus. Als ich ins Sprechzimmer kam, fiel mir als erstes auf, dass die Wände gepolstert waren. Der Arzt schloss die Tür ab und ich dachte, oh mein Gott. Als er anfing, mich zu berühren, wusste ich, dass ich in der Falle saß und dass er mit mir machen konnte, was er wollte. Mit 12 hat man keine Ahnung, dass ein Mann einem so wehtun kann. Und vor allem war es erniedrigend und extrem demütigend. Der große Schwarze sagt zu dem anderen Kerl, los, knall ihn ab. Mein Herz rast und ich bin sicher, ich muss sterben. Ich spüre die Waffe an meinem Kopf, aber er schlägt mich nur damit nieder. Ich breche zusammen und stelle mich tot.
In der fünften Woche musste ich wieder die Geschichte vorlesen. Und währenddessen dachte ich plötzlich, irgendwie habe ich gar keine Bindung dazu. Es war, als läse ich ein Buch. Es war brutal, aber es war nicht ich, es war jemand anderes. Und mir war danach zu lachen. Ich sagte zum Arzt, das ist etwas Großartiges, das wird vielen Menschen helfen. Weil Neuronen, die gleichzeitig feuern, sich verbinden, besteht bei traumatisierten Menschen die Gefahr, dass sich das traumatische Erlebnis bei jedem Erinnern immer stärker mit den feuernden Neuronen des Angstschaltkreises verbindet. Aber Tatsache ist auch, Neuronen, die getrennt feuern, verbinden sich nicht. Wenn wir also, während der Patient sein traumatisches Erlebnis erzählt, den Angstschaltkreis chemisch blockieren, kann man sie tatsächlich trennen. Wir können sie also entkoppeln. Ich erinnere mich zwar, aber ich leide nicht mehr darunter. Ich kann mir sogar einen Film ansehen, in dem etwas Ähnliches vorkommt wie das, was mir angetan wurde, und stelle nicht mal mehr eine Verbindung zu meiner Erinnerung her. Und dann fällt mir auf, ich bin geheilt davon. Alle neuen Traumatherapien nutzen die Tatsache, dass während der Patient sich an das traumatische Erlebnis erinnert, das neuronale Netzwerk dieser Erinnerung sich in einem veränderbaren Zustand befindet. Einzigartig an Alain Brunets Ansatz ist, dass er die Neuroplastizität sowohl auf geistiger als auch biochemischer Ebene nutzt. Wir wollen die Erinnerung der Menschen nicht auslöschen. Wir wollen sie nur in etwas verwandeln, an das sie sich willentlich erinnern können. Und das zwar eine schlechte Erinnerung ist, aber eine, die der Vergangenheit angehört. Man erinnert sich noch an alles, nur eben nicht mehr so oft. Und es tut nicht mehr weh, sodass man wieder normal weiterleben kann. Es ist eine schlechte Erinnerung, so wie jeder schlechte Erinnerungen hat. Aber sie ist nicht mehr traumatisch. Gute alte Freunde sagen, der alte Joel ist wieder da. Ich habe wieder Ziele und Lebensmut und kann mich wieder über Dinge freuen. Das können ganz einfache Emotionen sein, wie sich zu verlieben. Das macht Spaß. Das hat mir sehr gefehlt. Ich war immer jemand, der viel und gern gearbeitet hat. Ich liebte meine Arbeit. Das alles hat mich wirklich schwer getroffen. Es war sehr schlimm für mich. Ich konnte überhaupt nicht mehr sprechen. Ich habe mich mit meiner Familie mit Zeichensprache verständigt. Jetzt kann ich ein bisschen sprechen, aber vorher konnte ich jahrelang gar nicht sprechen. So hörte sich das an. Die letzten 3 Jahre konnte ich überhaupt nicht sprechen. Ein Schlaganfall hat verheerende Auswirkungen auf das Gehirn. Durch eine Blutung oder ein Blutgerinnsel wird die Durchblutung des Hirngewebes unterbrochen und Nervenzellen sterben ab. Häufig bleiben nach einem Schlaganfall Lähmungserscheinungen zurück. Aber wenn sich der Schlaganfall in der linken Hirnhälfte ereignet, wo im Broca-Areal und Wernicke-Areal und in den sie verbindenden Nervenfasern wichtige Aspekte der Kommunikationsverarbeitung stattfinden, verlieren wir die Fähigkeit zu sprechen und die gesprochene oder geschriebene Sprache anderer zu verstehen. Diesen Sprachverlust nennt man Aphasie. Alles hat sich verändert, das ganze Leben. Stellen Sie sich vor, Sie können nicht kommunizieren. Nach einer Weile werden Sie sehr isoliert sein. A
Auf lange Sicht werden sich bei Ihnen Persönlichkeitsveränderungen einstellen, weil sich Ihre ganze Lebensweise aufgrund der Sprachdeprivation verändert. In der Zeit nach einem Schlaganfall können manche Patienten einen kleinen Teil des Sprachvermögens zurückerlangen. Doch Dr. Friedemann Pulvermüller, Neurobiologe am Cognition and Brain Sciences Unit in Cambridge, nutzt das Prinzip der Neuroplastizität, um ihre Sprachfähigkeit radikal zu verbessern. Es wurde allgemein angenommen, dass sich das Sprachvermögen ein Jahr nach einem Schlaganfall nicht mehr verbessert. Wir haben gezeigt, dass diese Annahme falsch ist. Friedemann Pulvermüllers Therapie basiert auf der Arbeit von Dr. Edward Taub. Dieser bewies, dass einige der bleibenden körperlichen Symptome eines Schlaganfalls durch etwas verursacht sind, was er erlernten Nichtgebrauch nannte. Nach einem Schlaganfall befindet sich das Gehirn in einem Schock und Patienten können betroffene Gliedmaßen nicht bewegen. Nach einer Zeit versuchen sie erst gar nicht mehr, diese zu benutzen. Was auch immer von den Verarbeitungsarealen ihres beschädigten Gehirns übrig ist, verkümmert. Aber Edward Taub entdeckte, dass das Gehirn neue Schaltkreise bilden kann und erlernten Nichtgebrauch durch einschränkungsinduzierte Therapie überwinden kann. Der gesunde Arm des Patienten ist mit einem Handschuh immobilisiert, sodass er versuchen muss, den parätischen Arm zu benutzen. Er trägt ihn hier den ganzen Tag und zu Hause so lange wie möglich, um diese Hand nicht zu benutzen. Durch die gezielte Bewegung der betroffenen Gliedmaße entstehen im Gehirn neue neuronale Verbindungen. Dr. Pulvermüller ist überzeugt, dass Dr. Taubs Therapie in abgewandelter Form eingesetzt werden kann, um Aphasie-Patienten wieder zum Sprechen zu verhelfen. Wie könnten wir das machen? Wir haben ja keine Schlinge, die wir in den Mund legen können. Wir haben stattdessen einen Kommunikationskontext, der den Patienten zwingt, etwas zu sagen. Zusammen mit seinem Kollegen, dem Neurologen Marcelo Luis Berthier von der Universität Malaga, arbeitet er an einer neuen Sprachtherapie mit chronischen Schlaganfallpatienten. Menschen, die seit bis zu 7 Jahren nur mit simplen Worten und Gesten kommunizieren konnten und denen häufig gesagt worden war, dass sich ihr Zustand nie mehr bessern würde. Wichtig ist für die Patienten vor allem die alltägliche Kommunikationsfähigkeit. Bei diesen therapeutischen Spielen sind es Sprachregeln, kein Handschuh, die die Einschränkung darstellen. Sie dürfen nicht darauf deuten oder es zeigen. Das verstößt gegen die Regeln. Das ist die Einschränkung. Ein Konzentrationswerkzeug. Zuerst erhält jeder Patient einen Satz Bildkarten. Dann müssen sie sich gegenseitig danach fragen. Ich habe eine Karotte, die ich dir geben, die du deinem Kaninchen geben kannst. Diese Therapie wird intensiv über einen Zeitraum von 2 Wochen durchgeführt. Im Zuge der Fortschritte ermutigt der Therapeut die Patienten, immer komplexere Sätze zu benutzen. Antonio, könntest du mir bitte den grünen Ball geben? Ich habe den orangefarbenen, nein, grünen Ball. Kannst du ihn mir geben? Es erscheint sehr simpel, aber diese einfachen Übungen können enorme Fortschritte bewirken. Wenn die Schritte, in denen die Regeln verändert werden, klein genug sind, können diese Patienten tatsächlich ihre Sprache wieder neu entwickeln und neue Verbindungen im Gehirn aufbauen. Es geschieht ganz unbewusst. Man bildet wieder Sätze. Was wir hier erleben, ist wirklich eine Revolution auf dem Gebiet der Neuroplastizität. Untersuchungen des Gehirns mit Hilfe bildgebender Verfahren haben gezeigt, dass bei der Spracherkennung nicht nur das Sprachareal aktiviert wird.
Auch Bereiche des visuellen und des motorischen Kortex sind involviert. Wir sehen ganz deutlich, dass Sprachverständnis im Motorkortex gespiegelt wird. Wenn ich ein Wort höre wie greifen oder das Wort treten, sehen wir Aktivierung nicht nur in den Spracharealen, sondern auch im Motorkortex. Und raten Sie mal wo. Wir können nun ein Areal benutzen, um dem anderen, falls es beschädigt ist, zu helfen, wieder voll funktionsfähig zu werden. Berthier und Pulvermüller arbeiten daran, den Effekt dieser Therapie noch auszubauen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gehirne von Schlaganfallopfern eine Abnahme bestimmter Neurotransmitter aufweisen. Untersucht wird jetzt, inwiefern zwei Alzheimer-Präparate die Aktivität von Nervenzellen in dem vom Schlaganfall beschädigten Bereich des Gehirns steigern. Besonders gegenwärtig ist mir der Fall eines der ersten Patienten, die ich mit einem Alzheimer-Präparat behandelte. Er rief mich 3 Tage nach Beginn der Behandlung an und sagte, ich spürte ein Klicken in meinem Gehirn und ich begann mich zu erholen. 61% der Therapiepatienten zeigten eine Besserung. 86% bei Gabe von Medikamenten. Ich merke täglich, dass ich Dinge tun kann, die ich früher nicht tun konnte. Ich habe auch mehr Lust, Dinge zu tun. Ich habe so meine kleinen Kniffe entwickelt, um klarzukommen. Denn ich weiß, bestimmte Dinge werde ich nie wieder tun können. Aber dafür gibt es viele andere Dinge, die ich tun kann. Es gibt Tage, da staune ich über mich selbst. Ich staune wirklich und ich schreibe es auf, damit ich es ja nicht vergesse. Patienten können selbt 5-6 Jahre nach ihrem Schlaganfall innerhalb von 2 Wochen intensiven Trainings ihr Sprachvermögen entscheidend verbessern. Wenn die Wissenschaftler ein beschädigtes Gehirn nicht nur als beschädigtes Gehirn begreifen, sondern auch als Chance, kann das in den nächsten 20 Jahren zu großen Durchbrüchen führen. Sofia Vinogradov forscht auf dem Gebiet der Schizophrenie, eine Krankheit, bei der der Patient oft nicht unterscheiden kann zwischen dem, was real ist und was nicht. Es ist faszinierend, weil es ein Fenster ist, durch das man sehen kann, wie das Gehirn funktioniert. Es hilft bei vielen Fragestellungen. Aber mich frustrierte zunehmend, dass nichts von dem, was ich tat, wirklich aktiv dazu beitrug, neue Ansätze zu finden, um diesen Menschen zu helfen. Als ihr klar wurde, dass das schizophrene Gehirn, auch wenn es krank ist, trotzdem neuroplastisch ist, eröffneten sich neue Therapieansätze. Wenn ihr gegenwärtiger Ansatz richtig ist, wofür einiges spricht, werden wir Menschen mit Schizophrenie in nur wenigen Jahren auf neue Art und Weise behandeln. Es ist eigentlich die schlimmste Krankheit, die es gibt. Man lebt total isoliert, häufig mit ganz wenigen Freunden und kaum Kontakten. Was man in seinem Kopf hört, kann einem große Angst machen. Die ersten Worte, die ich hörte, waren "Töte, töte." Und ich wusste nicht, was ich dagegen tun sollte. Ich empfand mich einfach als stumme Zeugin des Horrors. Es ist wie ein Schattenreich. Es gibt keine Antworten. Du verstehst nicht, was mit deinem Kind passiert. Und es gibt niemanden, an den du dich wenden kannst, den du fragen kannst. Es ist alles in meinem Kopf. Und ich kann nicht Urlaub machen von meinem Kopf. Jeder kann ab und zu mal Urlaub machen, aber ich nicht.
Molly Hammacker leitet ein Zentrum, das Menschen mit psychischen Störungen, auch solchen mit Schizophrenie, einen Ort bietet, wo sie Unterstützung und Hilfe bekommen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Wenn Familien die Diagnose hören, ist das so etwas wie Krebs unter den psychischen Erkrankungen. Ich weiß das, denn als meine eigene Tochter erkrankte und dann bei ihr Schizophrenie diagnostiziert wurde, haben wir ganz extrem gelitten. Wir fühlten uns, als würde uns unsere Tochter entrissen. Vor 6 Jahren begann Mollys Tochter Elida, Stimmen zu hören. Ich erinnere mich, es war stark damit verknüpft, dass ich Yoga machte. Und ich dachte, mein Yogalehrer würde mir telepathische Botschaften schicken. So fing es eigentlich an. Ich wurde die ganze Zeit von Stimmen bombardiert. Ich war absolut überzeugt, die Stimmen wären real. Sie sagten Dinge wie, du hast übernatürliche Kräfte, und das gab mir eigentlich ein gutes Gefühl. Aber sie sagten mir auch schreckliche Dinge, wie, dass meine ganze Familie HIV-infiziert wäre, also ziemlich verstörende Dinge. Schizophrenie geht typischerweise mit 3 verschiedenen Symptomkomplexen einher. Der erste sind die sogenannten Positivsymptome. Darunter fallen Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Zweitens die Negativsymptome. Sie umfassen Apathie, Unfähigkeit, Emotionen auszudrücken und einen generellen Mangel an zielorientiertem Verhalten bzw. Handeln. Drittens kognitive Defizite, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen bis hin zu Störungen geordneter Gedankenabläufe. Bei Schizophrenie erleben wir zahlreiche kognitive Beeinträchtigungen. Das beginnt mit der Aufmerksamkeit, der Fähigkeit des Gehirns, sich zu konzentrieren und Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Das Signal ist irgendwie zerfasert und nicht so klar, wie man es gern hätte. Und so hat das Gehirn sozusagen mit einer Menge Störgeräuschen im System zu kämpfen. Wenn das Gehirn damit zu kämpfen hat, beeinträchtigt das viele Aspekte des alltäglichen Lebens. Allein das Aufnehmen und Verstehen neuer Informationen wird dadurch viel schwerer. Neuroplastiker haben gezeigt, dass es möglich ist, ein Gehirntraining für Kinder mit Lernstörungen zu entwickeln, durch das ihr Gehirn normal und sogar übernormalmaß funktionieren kann. In der Folge untersuchte man, ob man Ähnliches auch bei Menschen mit Schizophrenie erreichen konnte. Dr. Michael Mersenick ist Neurowissenschaftler. Er setzt seine Forschungsergebnisse direkt um in praktische Anwendungen, um Menschen zu helfen. Jedes Gehirn, auch das Gehirn eines Schizophrenen, ist plastisch. Das gibt uns die Möglichkeit, es korrigierend zu beeinflussen. Seine Ideen waren extrem faszinierend. Ich wollte unbedingt wissen, wie wir sie anwenden können. Aber ein Teil von mir besaß auch eine gesunde Portion Skepsis, denn ich ging nach wie vor von dem sehr nihilistischen Denkmodell aus, dass das ein kaputtes Gehirn ist und dass es irreversibel kaputt ist. Und wie sollte man das lernfähig machen? Zum Einsatz kam ein auf den ersten Blick simpel erscheinendes Videospiel. Dieses ausgefeilte Programm soll das Gehirn dazu anregen, seine leistungsschwachen Areale zu reparieren. Patienten mit Schizophrenie haben typischerweise kognitive Defizite bei der Sprachverarbeitung. Defizite bei der Worterkennung, der Wortabfolge und der Wortfindung. All das ist aber notwendig, um Informationen im Arbeitsgedächtnis zu handhaben. Diese Aufteilung zwischen Informationen folgen und Informationen im Gedächtnis behalten, ist etwas, das bis zu einem gewissen Grad durch Training verbessert werden kann. Es wurde eine Reihe von Videospielen konzipiert für die verschiedenen Defizite im schizophrenen Gehirn. Mersenick entwarf mit einem Team von Neurowissenschaftlern, darunter auch Henry Mahnke, Übungen, die täuschend einfach wirken. Diese Hörübung namens Hoch oder Tief dient dazu, das zu verbessern, was wir die Verarbeitungsgeschwindigkeit nennen. Also gut hinhören.
Das sind zwei kurze Töne. Einer davon ging runter und der andere hoch. Und ich beantworte jetzt, der erste ging runter und der zweite ging hoch. Warum ist das wichtig? Wenn man einem Sprachmuster folgen will, das aus vielen rasch aufeinanderfolgenden Geräuschen besteht, braucht man ein Gehirn, das mit dem Tempo Schritt halten kann. Ansonsten wird man dem Gesprächsfaden nicht folgen können. Und unter genau diesen Gedächtnisstörungen leiden Menschen mit Schizophrenie. Alle diese Übungen beginnen sehr einfach, sodass sie sogar jemand mit sehr starken Defiziten machen kann. Und dann werden sie stufenweise immer schwieriger. Wir beschlossen, eine Studie durchzuführen. Mich interessierte vor allem, ob Menschen mit Schizophrenie mitmachen würden. Und wenn ja, würde es funktionieren. 5, 3, 4, 4, 4, 2, 5. Sie suchten Probanden und Mollys Tochter Elida meldete sich. Als ich das erste Mal hinging, bin ich wieder raus. Ich stand nicht unter Medikamenten und die Stimmen sagten mir, du willst das nicht tun. Auf das Videospiel hatte ich oft überhaupt keine Lust. Aber ich konnte manchmal ein bisschen was in meinem Gehirn spüren. So, als ob ich mich ein bisschen besser konzentrieren konnte oder so. Die Fortschritte sahen sogar gravierender aus, als ich es erwartet hatte. Die Teilnehmer zeigten alle eine Steigerung der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit, der verbalen Sprach- und Merkfähigkeit. Wir stellten fest, dass sie in so großem Maße Fortschritte gemacht hatten, dass das wahrscheinlich wirklich bedeutsam für ihr tägliches Leben sein würde. Auch Gehirnscans zeigten, dass sich die Gehirne der Teilnehmer veränderten und diese jetzt dieselbe Hirnregion benutzen wie gesunde Menschen bei Denkprozessen. Ein tolles Ergebnis. Das stimmt, wirklich toll. Es ist ein Beweis für Neuroplastizität. Ich betrachte Elida jetzt als wieder gesund. Sie ist wirklich wieder Elida. Es geht mir gut, aber ich finde, es könnte mir auch noch besser gehen. Manchmal finde ich es schon ganz schön heftig zu akzeptieren, dass ich Schizophrenie habe. Ich denke, ich werde wahrscheinlich immer meine Medikamente nehmen. Sie helfen mir in gewisser Weise sehr. Medikamente helfen, mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen umzugehen. Dr. Vinogradovs Arbeit setzt bei den kognitiven Defiziten an. Im Gehirn eines Schizophrenen gibt es abnorme Muster. Wir scheinen nun zeigen zu können, dass die Aktivitätsmuster des Gehirns sich seit dem kognitiven Training normalisieren. Dr. Vinogradov und ihre Forscherkollegen wissen, dass ihre Arbeit einen Effekt erzielt hat, auch wenn die Wirkung nicht so schnell eintritt wie bei einem Medikament. Deshalb weiten sie ihre Studien aus und testen ihre Theorie an weiteren Probanden, um damit vielleicht zu beweisen, dass dieses kleine Videospiel ein großes Potenzial hat. Das traurige Ergebnis davon, wenn schwere psychische Störungen nicht behandelt werden, kann man in Städten auf der ganzen Welt sehen. Vinogradov leitet eine Studie in der Innenstadt von San Francisco. Sie soll zeigen, welchen Effekt die neuroplastische Therapie auf diejenigen hat, die schon sehr lange mit Schizophrenie leben, die chronisch Kranken. Menschen mit Schizophrenie haben oft kognitive Defizite, was das Lösen von Problemen anbelangt. Das macht es ihnen schwer, im täglichen Leben zu funktionieren. Eine kognitive Intervention, die die Fähigkeit, Probleme zu lösen, verbessert, ist also ein großer Fortschritt für diese Patienten. Bei Charles Stackhouse wurde vor 41 Jahren Schizophrenie diagnostiziert. Hören Sie immer noch Stimmen? Ja, die ganze Zeit, ja. Was sagen die jetzt gerade? Es ist mehr ein Flüstern. Ich ignoriere sie. Ich bin medikamentös gut eingestellt. Das hilft mich zu entspannen. Haben Sie heute Stimmen gehört? Ja, die ganze Zeit.
Wir wollen mit dem kognitiven Training erreichen, dass die Denk- und Lernfähigkeit des Gehirns zunehmend verbessert wird. Dadurch können wir die Menschen unterstützen und darin befähigen, wieder arbeiten zu können. Es ist anstrengend. Ich muss mich wirklich unheimlich konzentrieren. Aber ich fühle mich erfolgreich, wenn ich die Aufgaben richtig löse. Wir entwickeln jetzt Übungen, die auf weitere Bereiche abzielen, wie zum Beispiel die soziale Kognition, also die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, die etwas zu tun haben mit Gesichtsausdrücke von Menschen richtig zu lesen, Stimmnuancen zu verstehen und so weiter. Also Übungen für das, was im wirklichen Leben passiert. Hat Ihnen das Training geholfen? Ich fühle mich, als würde ich aufwachen. Seit ich hier angefangen habe, kann ich viel mehr Anteil nehmen an Dingen. Unser nächster Schritt musste sein, bei jüngeren Menschen anzusetzen. Die Idee war, wenn wir zu einem frühen Zeitpunkt der Krankheit eingreifen und die Kognition verbessern könnten, dass wir dann möglicherweise sogar den ganzen Verlauf des Lebens eines Menschen verbessern können. Hallie Farwood ist 21 Jahre alt. Sie hat keine Schizophrenie, bei ihr haben sich aber erste Warnzeichen gezeigt. Es war in der Highschool. Ich war sehr deprimiert und eine kurze Zeit auch im Krankenhaus. Vor ein paar Jahren begann Hallie, ungewöhnliche akustische Wahrnehmungen zu haben. Ich dachte immer, ich würde elektronische Geräusche hören, wie das Klingeln eines Telefons oder etwas wie das Geräusch, das anzeigt, dass man eine E-Mail bekommen hat. Oder ich dachte, dass jemand im Haus den Ventilator angelassen hatte, was gar nicht der Fall war. Hallie war eine ideale Probandin für Sofia Vinogradov. Vinogradov und ihre Kollegen arbeiten intensiv daran, Menschen zu behandeln, die noch keine Schizophrenie haben, die aber bereits Symptome zeigen, die häufig Vorläufer der Krankheit sind. Es sind vielleicht keine ausgewachsenen Halluzinationen, aber von Zeit zu Zeit glauben sie an merkwürdige Dinge, Dinge, die ein bisschen grenzwertig sind. Aber sie haben noch keine wirklichen Wahnvorstellungen. Wir visieren die ein oder zwei Jahre an, bevor die Krankheit ganz ausbricht. Wir gehen von der Annahme aus, dass kognitives Training die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis der Menschen verbessert und dann möglicherweise sogar den Ausbruch der Psychose verhindert. Ich empfand das Programm als monoton. Was seinen Nutzen anbelangt, ich glaube nicht, dass es bei mir irgendeinen Effekt hatte. Ich habe immer noch eine furchtbar lebhafte Fantasie. Neuroplastische Interventionen basieren darauf, das Gehirn schrittweise zu trainieren. Und Veränderung braucht Zeit. Manchmal sind die Veränderungen für den Patienten nicht wahrnehmbar, aber sie zeigen sich bei Untersuchungen. Einen unserer unerwarteten Funde machten wir mit einem Wert, den wir im Blut messen können, namens BDNF. BDNF ist ein vom Gehirn stammender neurotropher Faktor, eine Art Nährstoff des Gehirns. Menschen mit Schizophrenie haben typischerweise einen niedrigeren BDNF-Wert. Doch nach 10 Wochen Computertraining stieg ihr Wert erstaunlicherweise auf normales Niveau an. Das war ein Beweis dafür, dass sich biologisch etwas verändert im Gehirn der Menschen, die an dem kognitiven Training teilnahmen. Und das hatte in irgendeiner Form zu tun mit dem interessanten Molekül namens BDNF. Es hat eine medizinische Wirkung. Es verändert das Gehirn physisch, chemisch und in seinem Funktionieren und in sogar noch größerem Umfang, denn wir steuern diese komplexen natürlichen Prozesse. Und zwar mehr, als es jede Pille tut, die man nehmen kann. Vinogradov erhofft sich die Entwicklung eines neuen Therapieansatzes für Schizophrenie. Eines dreigleisigen Ansatzes.
Medikamente werden ein Standbein sein, aber kognitives Training wird das zweite Standbein sein. Und ich bin zuversichtlich, dass unsere Arbeit Wegbereiter sein wird für diese Art von Therapie. Und der dritte Part ist natürlich, den Menschen, deren Gehirn nun viel effizienter funktioniert, die Fähigkeiten zu vermitteln, wie die Fähigkeit zu arbeiten und soziale Fähigkeiten, die sie benötigen, um sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten nachhaltig erholen zu können. Ich sehe die Behandlung also wirklich als einen dreigleisigen Ansatz. 5, 2, 3, 3, 2, 1, 5. Sofia Vinogradovs Studien werden in wenigen Jahren abgeschlossen sein. Vielleicht wird die Behandlung der Schizophrenie auf der ganzen Welt dann eine neuroplastische Revolution erleben. Ich denke, wir haben allen Grund, extrem zuversichtlich zu sein, was die Behandlung von Schizophrenie anbelangt. Wir beginnen, neue Behandlungsansätze zu entwickeln, die bisher niemand wirklich in Betracht gezogen hatte. Und es spricht alles dafür, dass diese Menschen in Zukunft die Chance auf Heilung und ein erfülltes Leben haben werden. Wir haben nicht mit Laborratten gearbeitet und an irgendwelche theoretischen Ergebnisse publiziert, sondern wir haben es tatsächlich geschafft, eine neue Methode zu entwickeln, um den Menschen zu helfen, ihr alltägliches Leben besser zu bewältigen. Und viele Patienten sind mit dem Ergebnis sehr glücklich. Einer der tiefgreifendsten Aspekte der Neuroplastizität ist, dass sie zeigt, dass wir entscheiden können, was unser Gehirn mit uns macht. Wir können unsere Aufmerksamkeit auf adaptive Weise fokussieren. Und wenn man das tut, verändert man aktiv und positiv sein Gehirn. Wir tendieren dazu, Neuroplastizität als gut zu bewerten, denn sie ermöglicht es, Verhalten zu verändern. Aber Neuroplastizität ist weder positiv noch negativ, denn ebenso kann sie auch Störungen verursachen wie Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen oder Psychosen, bei denen negative Gedanken durch Wiederholung immer tiefer im Gehirn verankert werden. Aber Neuroplastizität zu verstehen, erlaubt uns jetzt in vielen Fällen, Krankheitsverläufe in einer Form zu revidieren, wie wir es bislang nicht für möglich gehalten haben.